Hallo, wir sind hier in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe, denn hier gibt es seit 2013 die Kontaktstelle zu HIV-bedingter Diskriminierung. Und darüber wollen wir heute reden mit Kerstin Mörsch, die ist die Ansprechpartnerin in der Kontaktstelle. Hallo Frauke. Hallo Kerstin. Ja, hier arbeitest du seit dem Jahr 2013. Was ist deine Aufgabe? Ja, ich mache die Antidiskriminierungsstelle hier in der Deutschen AIDS-Hilfe, an die sich Menschen wenden können, die Diskriminierung aufgrund ihrer HIV-Infektion erfahren haben. Und wir versuchen, Menschen dabei zu unterstützen, gegen die Diskriminierung etwas zu unternehmen. Was ist ein typischer Fall, der auf deinem Schreibtisch landet? Ganz typisch ist, dass gerade wenn Leute sozialmedizinische oder zahnchirurgische Termine in Anspruch nehmen wollen, dass sie den letzten Termin am Ende des Tages bekommen, immer mit der Begründung, dass nach ihnen besondere hygienische Maßnahmen erforderlich sind. Es gibt keinen Grund, so vorzugehen. Die Standardhygienemaßnahmen reichen völlig aus. Was im Gesundheitssystem auch häufig passiert, ist, dass Krankenakten markiert werden. Was ist daran problematisch? Diese Fälle gibt es und es ist halt so, dass die Information über den HIV-Status mit einem roten Punkt oder mit einem HIV außen auf der Akte gekennzeichnet wird. Und damit ist natürlich eine wichtige Gesundheitsinformation über den Patienten für alle zu sehen. Und deshalb ist das ein gravierender Bruch von Datenschutz und auch von Vertrauen in so einem Arzt-Patienten-Verhältnis. Ein anderer häufiger Fall außerhalb des Gesundheitssystems ist bei Einstellungsverfahren, dass im Rahmen des Gesundheitschecks ein HIV-Test angeboten wird. Was soll man in solchen Momenten tun? Wir haben in Deutschland keine Berufsverbote für Menschen mit HIV. Deshalb ist der HIV-Test in Einstellungsuntersuchungen völlig überflüssig. Wenn es zum Test kommt, muss man eben versuchen, den Test abzulehnen, wenn das geht, oder eben den Betriebsarzt darauf hinzuweisen, dass die Verschwiegenheitspflicht auch für ihn gilt. Wenn man Opfer von Diskriminierung geworden ist, was kann man da konkret dann tun? Das Erste ist, dass Menschen die Diskriminierungserfahrung ernst nehmen, weil es auch eben Auswirkungen auf ihre Person hat, auch auf das Selbstbewusstsein, auch aufs Gesundheitsverhalten, und dass man dann überlegt, mit wem kann ich darüber sprechen und wer kann mir auch beim konkreten Vorgehen behilflich sein. Was macht das mit einem selber, wenn man aktiv wird, wenn man sich entscheidet, ich wehre mich gegen die Diskriminierung? Also sich wehren oder eine Beschwerde zu führen, ist oft ein bisschen ein zähes Geschäft, das muss man sagen. Und trotzdem und vielleicht auch gerade deshalb, indem man auch so ein bisschen zusammen da so ein bisschen was gegen unternimmt oder da auch gegen vorgeht, stärkt das die Leute ganz ungemein. Und das macht den Leuten auch ein gutes Gefühl. Also auch für sich selber was getan zu haben, indem man sich das nicht gefallen lässt, aber eben auch für andere, dass die Situation für diejenigen, die nachkommen, besser werden wird. Hilfe, um sich gegen Diskriminierung zu wehren, kann man von dir bekommen. Welche Bündnispartner gibt es noch? Es ist gut, nicht nur alleine vorzugehen, sondern eben auch zu gucken, wo sind wichtige Kooperationspartner. Das sind die AIDS-Hilfen vor Ort, aber zum Beispiel, wenn man über Diskriminierung in der Arbeitswelt sprechen, dann sind es natürlich auch die Arbeitnehmervertretungen, also wie Gewerkschaften, die auch eben die Möglichkeit haben, nicht nur im Einzelfall was zu verändern, sondern eben auch in dem System was zu verändern. Man kann also was tun und man sollte was tun. Ja. Danke dir, Kerstin.